Peace, Leute, was geht ab? Ich bin Kelvin. Ich bin's Marvin. Heute gibt's die Ein-Biss-Challenge, Teil 4 mittlerweile. Jeder hat dem anderen 5 Sachen gekauft. Je nachdem, wer anfängt, gebe ich dir zum Beispiel eine Sache. Du musst dann versuchen, die mit einem Bissen zu essen und zu kauen. Der Mund muss zu sein. Wenn der Mund zu ist und man kaut, dann ist bestanden die Challenge. Also alles in einem, hat man in den Mund und dann schließen und dann darf man erst kauen. Mal schauen, ob wir übertrieben haben oder nicht. Ja, es ist eine sehr, sehr harte Challenge. Leute, für den neuen Teil, für den 5. Teil, 30.000 Likes, dann machen wir den 5. Teil, weil der 3. Teil ist jetzt schon fast ein Jahr her und der hat über 30.000 Likes geschafft. Und wer fängt an? Schnick, Schnack, Schnuck, der Gewinner fängt an. Schnick, Schnack, Schnuck. Zack. Und noch schöne Grüße an Angie und Mohammed. Bam! Ihr habt hier auf YouTube die Glocke aktiviert und uns auf Instagram gefolgt. Einmal Marvin Kelvin Fitti wichtig folgen und das neueste Bild liken und dort Hashtag Glocke aktiv kommentieren. Dann habt ihr die Chance, hier eingeblendet zu werden. Viel Glück. Okay. Ich hole meine Sache für dich. Alles klar. Ja, aus diesem Beutel hier. Gucken wir mal, was wir nehmen. Jeder hat 5 Sachen. Ja. Wir fangen an mit Donuts. Und zwar würde ich sagen, du musst alle 4 Donuts in den Mund bekommen. Wow. Und versuchen dann den Mund zu schließen und zu essen. Alter. Ja gut, das Gute ist, man kann ihn vielleicht noch so ein bisschen. Ja, man darf formen. Also man darf formen, wie man möchte, ne? Ja. Ja. Leckere 4 Donuts. Aber Donuts sind sehr förmig, sehr schmackhaft. Ja, aber du darfst versuchen. So Leute, schon ein großes Teil, wenn man es überlegt, ne? Boah. Ja, er presst hier der erste den Mund. Ich muss mir auf jeden Fall zusammenpressen. Hat Leute erstmal hier zwei so ein bisschen zusammenquetschen. Wie du meinst. Leider muss ich jetzt hier ein bisschen rummatschen. Boah, Junge, so schmierig hier. Boah, Leute. Also das passt ja schon mal gar nicht, aber dann machen wir es halt passend. Das könnte passen. Oh mein Gott, nein, nein. Es ist einfach zu viel Masse. Doch, wenn du es in den Mund quetscht, doch. Boah, wenn du es in den Mund presst. 4 ist doch zu viel. 3 würde noch gehen. Ja, mach doch einzeln, Alter. Ah, was ist los mit mir? Einzeln reinquetschen, dann der nächste. Jetzt wird es hier ein bisschen nicht runterschlucken, ne? Noch nicht. Doch. Hey, nicht kauen. Doch, reinstopfen. Was? Das geht. Okay, verkackt, verkackt, verkackt. Gönn dir. Ich würde mal sagen, du kriegst jetzt hier auch ein Gebäck und zwar einen schönen Zitronenkuchen. Boah. Jetzt kannst du mal hier ein bisschen versuchen, den. Alles! Ja, klar! Was denkst du denn? Boah, der ist schon gut massig. Aber das der ist meine Hand. Zu zerquetscht. Okay, dann zeige ich dir mal, wie das Ganze geht. Ja, zeig mal. Erstmal. Mit System machst du das hier, ne? Die Hälfte. Aha. Erstmal abchecken, was hier abgeht. Und ich quetsche das im Mund zusammen. Ja. Jetzt merkst du schon, es ist kritisch, ne? Mhm. Ja. Boah. Ja, komm mal an die Grenzen. Ja, nur die 2 Stücke, dann passt es auf jeden Fall. Boah. Hast du es auch was? Kannst du auch schließen? Mund zu? Mm. Okay, krass. Okay, kau noch ein bisschen. okay. Mm. Aber, ja, Leute, was sagt ihr? Mm. Ah, okay. Mm. Das geht schon, das geht schon. Mm. Das ist eine starke Leistung von dir. Jetzt lass dir schmecken, Mann. So, ich bin wieder dran. Ein Nikolaus. Ein mittelgroßer Nikolaus. Sehr weihnachtlich hier. Den kannst du dir mal in den Mund stopfen. Oh. Müsste es eigentlich Sinn kriegen. Kann man ja doch. Eigentlich. Du darfst ja auch umformen. Mhm. Ja, ich auf jeden Fall beiß ich erstmal schön den Kopf ab. Nicht kauen, ne? Junge, du kaust, Alter. Oh. Du darfst nicht kauen. Oh. Ja, jetzt nicht mehr kauen. Abbrechen und du darfst aber nicht kauen. Letzte Verwarnung hier, Junge. So nicht. Tu mal rein da jetzt, Alter. Mhm. Noch ein Stück, das da. Mhm. Mhm. Ja, noch ein paar Stücke da. Dann noch mal. Ja. Mach zu.
Okay, 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 das lassen wir gelten. Stabil, gönn dir. So, bist du ready? Ja. Yeah. Einmal eine Stange Smarties. Die ist groß. Bin gespannt, ob es klappt auf jeden Fall. Die ist krank groß. Alter. Ich versuch's so. Wow. Ach, das war's schon. Achso, ich dachte schon. Okay. Okay, sagen wir mal so. Haben nochmal eine Hand hier von mir. Kriegst du nochmal hier serviert. Wenn du die noch reinkriegst, dann läuft das. Ja. Noch die beiden, dann hast du es. Boah, krass. Hut ab, Mann. Also, ist möglich, eine ganze Stange Smarties zu essen. Okay, du gibst mir Smarties, dann kriegst du Knickknacks. Ah, diese Packung. Boah, auch zum Reinschütten. Ganz normale Packung in deinen Mund. Kannst du auch immer handweise nehmen. Mhm. Schütt die mal hier aus, alle. Boah. Oh. Gönn dir. Okay. Sieht gut aus. Oh. Das sieht schlecht aus. Mehr geht nicht? Komm, das noch und dann, wenn du die alle jetzt reinkriegst, dann gönne ich dir. Ohne dass einer runterfällt. Wenn du jetzt zukriegst, dann sage ich ja, ganz zu. Ganz zu. Ja, ganz zu. Okay, 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 lass mir gelten. Das ist echt krass. Versuch zu kommen. Puh, Leute, das war echt grenzwertig. Jetzt wird es auch mal wieder lustig und die kennt ihr auch jeder. Happy Hippos. Oha. Die ganze Packung wird wieder ein Experiment des Knetens. Du übertreibst immer, Alter. Ah doch, warte, guck mal, das ist doch ein kleines süßes Ding. Happy Hippos, 5 Stück. Eins. Der erste ist eingepackt. Ja. Der zweite. Ja, da man nicht kauen darf, ist das dann doch schwieriger alles, ne? Ja. Wenn du die nach oben in die Backe kriegst, Alter. Erstmal zerknicken im Mund. Jo, Mann, das schmeckt. Geschafft, auf jeden Fall. Mm. Jetzt gehen die richtig easy im Mund, ne? Mm. Nächste Sache für dich. Ein Kuchenboden, der könnte flexibel sein. Ich schau mal. Ah, so ein richtig weicher Unterteil vom Kuchen. Ja, der ist sehr weich. Den könntest du schaffen, wenn ich den. Ich habe ja auch diese Torte da geschafft, diese krass trockene Torte. Ich hatte alles, ich dachte, wäre ein bisschen. Rein damit, keine Ausreden. Keine billigen Ausreden. Das war ein bisschen klein. Mhm. Aber man kann es wirklich boah, gut kneten. Das ist sehr flexibel, ey. Nicht hier alles wegkrümeln, sondern ja. Ab in den Mund damit, Junge. Ist das trocken? Ich dachte, das wäre voll saftig, aber es ist dick trocken. Mm. Okay. Solange du nicht zu viel ausspuckst davon, geht das noch klar. Nicht kauen. Mm. Rein damit, gleich noch ein paar Krümel aufsammeln hier. Komm, Junge. Rein damit. Junge, das zerbröselt einfach. Rein, Junge! Du gibst zu schnell auf, Alter. Alles rein da, komm. Okay. Nee. Oh mein Gott! Jetzt mal was anderes und zwar zwei Croissants. Müsste easy gehen. Fang an, Nummer 1. Oha. Oh, vielleicht doch vorher kneten.
Ich hätte es ganz anders gemacht. Ich hätte sie zuerst so krass eingerollt. Ich glaube, das ist der Nachteil jetzt bei dir. Boah. Hast du wohl unterschätzt das Ganze, ne? Durchgefallen, Digga. Das letzte Produkt für dich. Und zwar Pringles. Ich mache dir jetzt einen Stapel parat und den musst du reinkriegen, ja? Okay. Diesen Stapel Pringles, das ist machbar. Ah, schau. In deinen Mund. Das ist schon eine gute Challenge. Er von der Form her schon die Mundgröße hat, aber. Ja. Ah. Ja. Ein bisschen bröseln. Geht es? Sieht aber gut aus, Hanks. Ja, bisschen noch. Ja, nicht zu viel rausfallen. Wenn du jetzt zukriegst, wenn du jetzt ganz zukriegst, dann hast du gewonnen. Und? Ja, okay. Lassen wir noch gelten. Lassen wir gelten. Starke Leistung. Beste Sorte, Leute. Gelb, ihr wisst Bescheid. Okay, die letzte Sache jetzt für Marvin. Eine, wie nennt man die Teile? Auf jeden Fall so eine Schnecke, sozusagen. Ah, so. Okay, erstmal die Größe abstecken. Okay, ich würde sagen, du hast schon ordentlich abgeliefert. Ich würde sagen, 4 von diesen Küchleins. Okay. Nummer 1. Kann man auf jeden Fall gut pressen, ne? Mhm. Ja. Oh. Mhm. Leichtigkeit hier, oder was? Hm? Boah. Boah, Respekt. Und weil ich das richtig wissen will, kriegst du diesen 5. noch rein, dann bist du der King. Die letzte Runde hier. Schaffst du den auch noch? Boah. Alter. So. Boah. Boah, nice, Mann. Alter Schwede. Also, hast du mal bewiesen. Du bist offiziell das Großmaul.